Heute befinden wir uns bei der B&F Touring Garage und dürfen uns diese wunderschöne Limousine von Peter Bazille genauer anschauen. Es geht um den Teil 2 der Fahrzeuguntersuchung und ich freue mich. Herzlich willkommen, mein Name ist Laura Kuckuck und heute werde ich eine umfangreiche Originalitäts- und Authentizitätsprüfung durchführen. Und zwar haben wir das große Glück, dass wir diese wunderschöne Aurelia dafür zur Verfügung gestellt bekommen haben von Peter Bazille. Dieses Fahrzeug hat eine ganz besondere Geschichte und damit geht es auch schon los. Und zwar im ersten Schritt werden wir uns immer mit der Identität des Fahrzeugs auseinandersetzen und natürlich mit der modellspezifischen Geschichte als auch dem Untersuchungsfahrzeug ganz speziell. 1950 wurde die Aurelia, und zwar die B10, vorgestellt. Und noch auf der Messe hat der Vater von Peter Bazille genau dieses Auto bestellt. Somit ist im Pappendeckelbrief der erste Name, der vorkommt, Bazille. Total cool. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man dann noch originale Fotografien findet. Die hat Peter mir gezeigt. Da ist er als kleiner Junge neben genau diesem Auto, in dem ich jetzt gerade sitze, festgehalten. Ach, also lebendiger kann man eine Geschichte gar nicht mehr rüberbringen. Und selbst die Innenausstattung ist noch die originale. Auch wenn Peter erzählt hat, dass dieses Auto tatsächlich schon die Millionen Kilometer geknackt hatte. Kaum zu glauben, oder? Wenn man sich also mit der Geschichte eines Fahrzeugs genauer auseinandersetzt und das dokumentiert, findet man sehr viele tolle Geschichten. Im Idealfall natürlich. Und dann muss man sich natürlich auch mit dem Fahrzeug als solches auseinandersetzen. Und Lancia war schon immer ein Fortschreiter in Sachen Technik. Damals noch Vincenzo Lancia und dann Gianni als Sohn hat das natürlich weitergeführt. Ihr seht hier, ich bin gerade super einfach aus dem Auto rausgestiegen, denn die B-Säule ist auch damals schon bei der Aprilia, beim Vorgänger, war auch schon weg. Haben sie einfach weggelassen, um mehr Komfort für den Fahrgast zu bieten. Und das Thema Leichtbau, was eigentlich gar nicht so viel Thema damals war, hat Lancia trotzdem schon verfolgt. Denn das Ziel war es, nur 1000 Kilogramm auf die Waage zu bringen mit dem Auto. Und somit sind die Außenblätter, also die Türen, die Außenhaut von der Tür ist aus Aluminium, genauso wie die Hauben. Also das mit dem Leichtbau und dem Gewicht haben sie wirklich verfolgt. Denn selbst an den Radträgern bzw. an den Felgen, außen haben wir Stahl, innen haben wir wieder Aluminium. Was soll man sagen? Also, ich freue mich jedenfalls, zusammen mit euch jetzt der Technik von diesem wunderschönen Auto auf den Grund zu gehen und zusammen die Historie dieses Autos genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem wir uns nun intensiv mit der Historie des Fahrzeugs beschäftigt haben, widmen wir uns nun dem Fahrzeug selber. Und bevor wir das jetzt machen, möchte ich noch mal kurz auf unsere Philosophie und Herangehensweise bei der Fahrzeuguntersuchung eingehen. Denn uns ist es sehr wichtig, dass wir das Fahrzeug im Gesamtbild betrachten und möglichst objektive neue Erkenntnisse dazu beifügen. Also einmal die Historienrecherche, die uns ja schon das erste Gefühl dafür gibt, wo vielleicht Lücken in der Historie sind oder was das Fahrzeug schon erlebt hat, etwaige Reparaturen oder Unfälle. Und als nächstes betrachten wir jede Baugruppe in sich selber. Das heißt, es ist eine Art Puzzle, wenn man so möchte. Der Rahmen wäre jetzt ein Puzzleteil. Und wenn man sich den Rahmen genauer anguckt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, objektive Erkenntnisse dazu zu bringen. Einmal ist es, dass man eine Sichtprüfung durchführt auf etwaige Reststauchungen oder Verformungen. Dann schaut man sich die einzelnen Schweißnähte im Detail an, ob hier vielleicht zusätzliche Schweißnähte hinzugekommen sind oder die Schweißnähte auch vielleicht nicht sach- und fachgerecht durchgeführt worden sind, also nicht herstellerkonform. Dann gibt es die Möglichkeit, mittels Ultraschall die Wandstärke zu ermitteln und auch die Abmessungen vom Rahmen selber mit dem Hersteller, der technischen Zeichnung vom Hersteller abzugleichen und hier zu schauen, ob das wirklich original ist. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, mittels Spektroskopie eine Materialanalyse durchzuführen. Also die einzelnen Elemente des Materials zu bestimmen und auch diese wieder rückzudatieren, schauen, ob die zum Baujahr passen und mit den Herstellervorgaben abzugleichen. Ihr seht, es gibt viele Herangehensweisen, allein sich und allein nur das Bauteil, also den Rahmen zu betrachten und genauestens zu untersuchen und ein Gesamtbild zu bekommen. Und wenn die ganzen verschiedenen Erkenntnisse wirklich miteinander
spielen, also sowohl die Schweißnähte als auch die Abmessungen und die Materialstärke und das also die Datierung miteinander korrelieren und das Puzzle zusammengefügt werden kann. Erst dann sage ich, okay, Haken dran, der Rahmen passt soweit und ich habe objektiv die Erkenntnis erhalten, der Rahmen passt zu dem restlichen Fahrzeug. Genug geredet, ich möchte euch jetzt gerne diese verschiedenen forensischen und naturwissenschaftlichen Methoden, die uns helfen, objektive Erkenntnisse zu ermitteln oder zu erhalten, vorstellen. Und wir fangen doch einfach mal an mit der Prägekennzeichenuntersuchung. Der erste V6-Motor 60-Grad-Winkel von Devillio entwickelt und ich muss sagen, technische Innovationen durch und durch. Erstes Mal haben sie es geschafft, den wirklichen V-Motor ruhig laufen zu lassen. Mein Herz geht auf und ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich mit Peter so einen Motor einfach hinten mal neu gemacht habe. Also es ist, mit Peter zusammen einen Motor zu revidieren, macht wirklich Laune. Und ich kann es jedem nur empfehlen, mal einzuschnuppern. Wie dem auch sei, darüber reden wir jetzt hier gar nicht. Ich möchte gerne mit euch einmal auf die Prägekennzeichnungen eingehen. Hier ist es ganz schön, denn die Fahrgestellnummer bei den Aurelias ist immer hier sehr markant eingeprägt. Wir haben hier wirklich eine der ersten B10s ausgeliefert. Wenn man überlegt, dass 1001 die erst ausgelieferte war, ist das jetzt die 28. Also ganz seltenes Stück. Das ist die Fahrgestellnummer. Hier vorne findet man dann immer die Karosserienummer. Auch hier können wir die Prägekennzeichenuntersuchung durchführen. So, das eine ist die Sichtprüfung, von der habe ich ja eben schon erzählt. Also wir schauen uns die Ziffer für Ziffer wirklich im Detail an und insbesondere nicht nur die Ziffern, sondern auch die Zeichen davor. Bei Lancia ist es so, dass immer ein Stern geprägt wird und bei verschiedenen anderen Herstellern, bei BMW zum Beispiel, wird das BMW-Logo davor und dahinter geprägt. Es ist super wichtig, auch sich diese Prägungen im Detail anzuschauen. Nachdem wir die Sichtprüfung durchgeführt haben, werde ich immer eine Materialstärkenmessung durchführen, mittels Ultraschall in dem Fall, weil es bringt ja nichts, dass ich jetzt hier einen Messschieber ansetze, denn ich komme gar nicht hin. Ultraschallmessverfahren zeige ich euch aber später noch unten am Rahmen und dementsprechend überspringen wir den Teil jetzt hier, sondern ich möchte gerne zu der Methode übergehen, mit der wir das Unsichtbare sichtbar machen, die Magnetresonanzmethode. Und die ist sehr simpel und vor allen Dingen non-invasiv. Was das Ganze natürlich immer sehr wichtig, also das macht es natürlich sehr wichtig, weil in dem Moment, wo ich eine zerstörende Prüfung durchführe, ist nicht immer ganz einfach, dem Kunden zu erklären, sagen wir das mal so. Aber auch das ist natürlich manchmal vonnöten, denn die Erkenntnisse, die wir erhalten, sind sehr wichtig für die Identität des Fahrzeugs. So, das ist ein sehr starker Magnet, dann ein Speichermedium und dann haben wir dieses schöne Gerät hier, welches uns die Informationen interpretiert. Und jetzt erkennen wir die einzelnen Ziffern und wenn jetzt zum Beispiel weitere Prägungen unten drunter wären, dann würden die jetzt zum Hervorschein. Aber wir sehen makellos keine weiteren Nummern ersichtlich und auch keine Manipulationsspuren. Also man würde jetzt auch hier sehen, wenn zum Beispiel ein Schliff vorgenommen worden wäre, um die Nummer zu entfernen, würde man jetzt diese Schleifspuren tatsächlich sehr genau sehen. Unabhängig davon, ob vielleicht ein Lackauftrag quasi auf der Fahrgestellnummer vorhanden ist oder nicht. Jetzt haben wir hier natürlich ein makelloses Beispiel. Also wir haben eine Prägekennzeichnung, die weder optisch uns irgendwelchen Verdacht darauf gibt, weder mit der Ultraschallmessung, also die Materialstärke stimmt auch, und auch die Magnetresonanzmethode hat jetzt ergeben, dass keine weitere Nummer oder Manipulation ersichtlich und unten drunter sich befindet. Aber damit ihr dem Ganzen natürlich auch Glauben schenkt, habe ich mal eine andere Nummer mitgebracht, die wir, ich glaube, sogar letzte Woche erst noch hatten. Hier sieht man wirklich ganz klare Manipulationsspuren. Also, hier vorne fängt die Prägung an, beziehungsweise hier hat das Speichermedium das Material erfasst. Und dann sehen wir die 8 und ab da fangen auch schon Schleifspuren von oben rechts nach unten links an.
Und hier zum Beispiel an der 5 entlang sieht man einen Doppelschlag. Der Bauch ist doppelt. Und die 3, das definitiv noch eine weitere Nummer unten drunter, ersichtlich. Und man sieht mehrere Doppelschläge und man sieht ganz klar bei der 3 irgendeine weitere Nummer. Es könnte eine 7, eine 4 sein. Um der Sache jetzt weiter auf den Grund zu gehen, würden wir danach den Magneten quasi noch elektrisch verstärken und Schicht für Schicht tiefer ins Material gehen, um genau diese Erkenntnisse weiter zu ermitteln und rauszufinden, welche Prägung vielleicht unten drunter lag. Also ihr seht, wir können damit das Unsichtbare sichtbar machen und es erbringt uns viele weitere Erkenntnisse, die man sonst gar keine Möglichkeit hat zu erkennen. So viel zu der Prägekennzeichenuntersuchung. Das haben wir jetzt an der Fahrgestellnummer gemacht. Das würde ich als nächstes natürlich an der Karosserieprägung durchführen. Und wenn das Fahrzeug noch weitere Prägungen, zum Beispiel im Achsenbereich hat oder an anderen Bauteilen, dann kann ich die auch hier durchführen. Dann würde ich mir jetzt sowieso die anderen Prägungen alle einmal notieren. Im nächsten Schritt würde ich nun also genau hier drauf weiter eingehen. Ich würde mir alle Prägungen und Prägekennzeichnungen vornehmen, an jeder Baugruppe genau notieren und diese mit der Datenkarte, also mit der Auslieferungsbescheinigung vom Hersteller abgleichen. Im nächsten Schritt beschäftigen wir uns jetzt also mit der Karosserie vom Fahrzeug. Hierzu ist es wichtig, die Materialstärke bzw. die Blechstärke zu ermitteln. Dazu benutzen wir Ultraschall und ich habe ja eben schon erwähnt, die Hauben und die Türen sind aus Aluminiumblech gefertigt. Somit muss ich das Gerät mit der Schallgeschwindigkeit von Aluminiumblech einstellen und führe dann Messungen in verschiedenen Abständen durch. 1,3 mm Blech ist das hier. Trage das in das schichtige Messblatt ein und erhalte dann einen Gesamtüberblick von den einzelnen Blechstärken. Und das sowohl vom Aluminiumblech wie auch vom Stahlblech, von zum Beispiel an den Kotflügeln. Jetzt haben wir also die Materialstärke ermittelt. Und das ist natürlich nur ein Teil der Karosserieuntersuchung. Im nächsten Schritt werden wir uns die Bleche im Detail anschauen. Also hier, wo mögliche zusätzliche Schweißnähteuntersuchungen, vielleicht finden wir irgendwo Reststauchungen oder Korrosionsbefall. Und das werden wir uns im Detail anschauen, genauso wie wir auch die Lackschicht bzw. den Lackauftrag genau untersuchen. Das haben wir allerdings alles schon im Teil 1 behandelt und dementsprechend überspringen wir das an dieser Stelle und widmen uns jetzt dem Fahrzeuginnenraum. Wenn wir uns nun mit dem Innenraum beschäftigen, dann geht es natürlich auch um die Innenausstattung und wie diese ausgeliefert wurde. Ist es noch konform, wie das Fahrzeug jetzt hier vor einem steht? Passt es zu der Innenausstattung farblich als auch von der einzelnen Strukturen? Also man schaut sich immer den Stoff an, ob der wirklich passt. Man schaut sich das Leder an, wenn man eine Lederinnenausstattung an, die Keder womöglich, die einzelnen Armaturen und Knöpfe. Man schaut sich sogar die Schraubenköpfe an, ob die im Detail passen. Und wenn man in solch ein Detail reingeht, dann spricht man sogar häufig von einer Konkur-Restaurierung oder Konkur-Untersuchung. Das heißt nichts anderes, als dass ich im absolut kleinsten Detail darauf achte, dass das Fahrzeug in dem Zustand ist, wie es ursprünglich mal ausgeliefert wurde. Wie gesagt, sogar die Schraubenköpfe oder die einzelnen Leitungen in der Elektrik, dass die wirklich übereinstimmen. Und das ist eine kleine, feine, detaillierte Detektivarbeit, die aber sehr viel Spaß macht und man kann sich da wirklich drin verlieren. Wollen wir jetzt heute aber gar nicht, sondern ich möchte euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar geht es ja auch immer, wenn wir zum Thema Armaturen kommen, geht es auch um die Laufleistung eines Fahrzeugs. Das heißt, einmal können wir natürlich ganz klassisch den Tachostand ablesen. Und man muss den aber ja auch hinterfragen. Also man muss hinterfragen, ob die Ziffer oder die Zahl, die da draufsteht, ob die wirklich stimmen kann. Dazu gibt es verschiedene Merkmale am Fahrzeug. Man schaut sich zum Beispiel immer den Einstieg der Sitze an, insbesondere des Fahrersitzes, denn das ist nun mal der häufig gebrauchteste Sitz. Man schaut also nach Abnutzungsspuren in dem Bereich. Genauso schaut man nach Abnutzungsspuren in der Pedalerie, insbesondere natürlich in der Lauffläche hier oben. Und man schaut sich auch die Armaturen selber an. Das heißt, ich würde jetzt den Tacho eigentlich ausbauen und würde hinten drauf schauen, wann das Produktionsdatum des Tachos war.
Man kann sogar so weit gehen, und das machen wir sogar relativ häufig, dass wir den Tacho zerlegen und uns die Welle anschauen vom Tacho. Das heißt, man kann auch hier ermitteln, ob der Tacho quasi schon die 100 einmal rum hat, also 100.000 Kilometer gelaufen hat, 200.000 Kilometer. Das kann man alles ermitteln mit akribischer Arbeit, und das hilft je nach Fragestellung extrem weiter. Das andere ist natürlich, wenn ein Fahrzeug komplett restauriert wurde und der Tacho auch überholt wurde, ein neuer Tacho eingebaut wurde, auch dann muss man natürlich nachvollziehen, wie viel Laufleistung hatte das Fahrzeug vielleicht vorher und seit der Restaurierung. Wichtig ist es auch, dass man sich an dieser Stelle mit dem Thema Konservierung und Reinigung intensiv auseinandersetzt. Denn auch die Innenausstattung bedarf ganz spezielle Konservierung, und jeder Stoff, jedes Leder, jedes Material im Innenraum bedarf anderes Klima und andere Luftfeuchtigkeit. Also es ist nicht nur das Thema beim Blech, dass es zu Korrosion führen kann, sondern auch der Stoff kann natürlich unter falschen Lagerungsbedingungen leiden. Also hier bitte auch vernünftig ansetzen. Wenn wir uns also der Sichtprüfung gewidmet haben, dann werde ich auch immer jetzt die Türverkleidungen zum Beispiel abbauen. Denn oftmals befindet sich da unten drunter noch eine Karosserienummer. Es kommt auf den Hersteller drauf an. Das weiß ich natürlich zuvor. Also ich habe mich vorher damit intensiv beschäftigt, wo ich die einzelnen Prägungen finde, und werde mir das dann anschauen. Und ich werde die auch abbauen, um natürlich zu schauen, wie die Blechstruktur unten drunter ist, welche Qualität die hat und ob da vielleicht schon Korrosionsbefall ist oder etwaige andere Erkenntnisse uns weiterführen. Genauso mache ich das mit den Polstern. Ich werde die Polster hochheben. Ich werde mir anschauen, wie die Blechstrukturen von innen hier unten sind, wie die Sitzstrukturen hier sind und natürlich auch der Boden aus dem Innenbereich heraus. So viel aber dazu. Ich würde sagen, wir heben das Fahrzeug jetzt mal hoch und machen von unten weiter. Jetzt haben wir also die wunderschöne B10 hochgehoben. Von unten ist sie genauso makellos wie von oben, und mein Ingenieurherz geht hier so richtig auf. Erstes Mal Transaxelbauweise, Einzelradaufhängung, Dreiecksquerlenker, innenliegende Bremsen. Wessen Herz geht hier nicht auf? Das ist technische Innovation pur. Von Lancia schon vor Kriegsentwickelt, 1943 waren sie ungefähr schon fertig. Natürlich kam danach der Krieg dazwischen, und 1950 wurde sie dann das erste Mal vorgestellt. Es macht wirklich Spaß, ein solches Fahrzeug im Detail zu untersuchen, und genau darum geht es ja heute. Wir haben ja eben von draußen schon oder von außerhalb schon angefangen, das Fahrzeug zu untersuchen, und jetzt geht es hier unten weiter. Die Endoskopie habe ich schon durchgeführt, um die Hohlräume zu beleuchten. Ich habe schon eine Sichtprüfung der Unterbodengruppe und des Rahmens durchgeführt, genauso wie vom Fahrwerk. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, mittels verschiedener naturwissenschaftlicher Methoden, wie vorhin habe ich ja kurz schon mal das magneto-optische Methode vorgestellt, gibt es auch die Spektroskopie oder das Ultraschallverfahren. Und das möchte ich euch jetzt ganz gerne einmal vorstellen. Die Ultraschalluntersuchung führen wir durch, um die Materialstärke zu ermitteln. Unter anderem können wir das an der Karosserie, dass wir hier die Blechstärke ermitteln, oder aber auch hier unten an der Unterboden- bzw. an der Rahmenstruktur. Später werden wir das dann mit der technischen Zeichnung vom Hersteller abgleichen. Denn hier ist diese Rahmenstärke bzw. die Materialstärke genau notiert, und wir können somit diese Originalitätsuntersuchung im Detail Stück für Stück wieder durchführen, und das führt zu weiteren Erkenntnissen. Denn wenn ein Blech zum Beispiel mal neu gekommen ist oder ein Querträger aufgrund von einem Unfall, dann wird nicht zwangsläufig das gleiche Material, sowohl in der elementaren Zusammensetzung als aber auch in der Materialstärke verwendet worden sein. Es kann ja durchaus sein, dass der Reparateur bzw. der Restaurierungsbetrieb nur ein dünnes Dosenblech zur Verfügung hatte und nicht das qualitativ hochwertige Blech wie der Hersteller damals, Lancia in dem Fall. Also, wir werden diese Untersuchung Stück für Stück durchführen. Hier haben wir jetzt 1,31 mm, und ich werde wirklich in kurzen Abständen und insbesondere zwischen Schweißnähten das gesamte Fahrzeug abmessen, notieren und später den Abgleich durchführen. Das Gleiche machen wir an der Karosserie oder auch beim Lack
habe ich ja schon erwähnt. Wir können auch hiermit den Lack identifizieren auf Materialien, die nicht Ferrum bzw. Aluminium halt sind, also keine Stahlkarosserie oder keine Aluminiumkarosserie. Vielleicht bei einem M1, BMW M1, wissen wir ja alle, hat eine Glasfaserstruktur. Da können wir dann die Lackstärke messen. Genug aber hierzu, das ist das Ultraschallmessverfahren zur Materialstärkenbestimmung. Dann gibt es die Möglichkeit, mittels dem Spektroskop bzw. der Spektroskopie, das ist portabel mittlerweile, das ist also sehr schön, wir können es wirklich immer zu jedem Fahrzeug mitnehmen, vor Ort und nahezu non-invasiv eine Materialbestimmung durchführen. Was bedeutet das, eine Materialbestimmung? Eine Materialbestimmung ist nichts anderes, als dass wir die elementare Zusammensetzung des jeweiligen Materials durchführen. Wenn wir dann also die Materialanalyse durchgeführt haben, haben wir hier die komplette elementare Zusammensetzung aufgelistet. Das bedeutet also, dass wir wissen, wie viel Prozent Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel und etwaige andere Elemente wirklich vorhanden sind in dem Material, was wir gerade analysiert haben. Und das hilft uns insofern, als dass uns die einzelnen Legierungselemente verraten, aus welchem Jahrzehnt das Material ist, stammt bzw. hergestellt wurde. Also auch hier können wir wieder die Originalität verifizieren, indem wir einen Abgleich zum einen mit der Herstellerzeichnung, also mit der technischen Zeichnung und den Herstellervorgaben durchführen und zum anderen können wir unabhängig davon eine Rückdatierung vorführen. Denn der Stahl hat sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt bzw. die einzelnen Stahlherstellungsmethoden haben sich stark verändert und Legierungselemente wurden hinzu bzw. hinzugegeben, um andere Elemente zu eliminieren. Sehr komplex diese ganze Angelegenheit, möchte ich auch gar nicht tiefer eingehen an dieser Stelle, aber Fazit ist, wir können wirklich sagen, ob jetzt der Rahmen aus 1950, wie es in diesem Fall der Fall sein sollte, stammt oder ob er vielleicht 1980 mal eine Reparatur bzw. eine Restaurierung durchgeführt wurde und partiell ein Austausch stattgefunden hat. Wieder eine Methode, die uns bei der Authentifizierung im Detail hilft. Im Teil 1 der Fahrzeuguntersuchung habe ich euch schon erklärt, dass wir das Fahrzeug wirklich im Detail untersuchen und wir haben schon sämtliche Untersuchungsmethoden durchgeführt. Hier steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein. Das heißt, ich schaue mir wirklich auch an, von welchem Hersteller zum Beispiel die Verglasung ist. In dem Fall ist es Securit. Jede Verglasung hat immer einen Stempel, eine Prägung und auch den werde ich abgleichen mit dem Auslieferungszustand. Genauso ist es natürlich bei dem Scheibenwischergestänge, hier zum Beispiel von Marshall. Ich schaue mir auch natürlich an, ob die Windschutzscheibe zum Beispiel Luft gezogen hat, ob irgendwo Sprünge sind, ob quasi die Sicherheit und die Durchsicht noch gewährleistet ist. Das Gummi schaut man sich auch im Detail an. Danach beschäftigt man sich mit den restlichen Chrom-, Zieh- und Anbauteilen. Das heißt, ich werde mich genauso intensiv mit zum Beispiel einem Scheinwerferglas beschäftigen. Ist das milchig? Braucht es eine Aufpolitur? Hat es vielleicht schon Risse? Ist das Glas nicht irgendwo beschädigt? Von welchem Hersteller ist das Glas? Passt auch das mit dem Auslieferungszustand überein? Genauso mit dem Chrom. Ich meine, jeder kennt das. Chrom hat wenn er nicht vernünftig behandelt wird, poliert und auch gelagert und konserviert wird, dann kann er durchaus mal sowas wie Pickel aufweisen oder er ist vielleicht ein bisschen mattiert. Auch damit muss man sich auseinandersetzen und man muss schon im Kopf mitkalkulieren, was für etwaige Investitionskosten auf einen zukommen. Ich werde mich jetzt dem Fahrzeug nochmal im Detail widmen und den restliche Fahrzeuguntersuchung durchführen und sehe euch nachher wieder. Wir kommen nun langsam zum Ende des praktischen Teils der Authentifizierung und Originalitätsuntersuchung dieser wunderschönen Aurelia. Der Hauptteil findet allerdings jetzt am Schreibtisch statt und zwar mit Abgleich unseres Archivs und der historischen Unterlagen des Fahrzeugs bzw. auch des Herstellers. Denn wir müssen nun die ganzen Methoden, die wir ja angewandt haben, auch die Ergebnisse, die wir dadurch ermittelt haben, genauer analysieren und abgleichen. Zum Beispiel die Magnetresonanzmethode, die wir angewandt haben, um die Fahrgestellnummern oder die ganzen Prägekennzeichnungen am Fahrzeug zu analysieren, müssen wir natürlich jetzt Ziffer für Ziffer genau abgleichen. Genauso ist es mit der Materialanalyse. Wir haben da jetzt die ganzen Elemente bestimmt, der einzelnen Messstelle, aber die müssen ja jetzt auf die dritte Nachkommastelle genau analysiert werden
und dann muss ermittelt werden, welches Material es ist und ob das Alter wirklich zum Fahrzeug passt. Also diese Rückdatierung, von der ich vorhin erzählt habe, muss stattfinden. Ihr merkt, da ist noch eine Menge Arbeit, kommt noch auf mich zu. Die macht aber super viel Spaß und später werden wir das Ganze natürlich umfangreich dokumentieren und auch zusammenfassen in einem Gutachten, sodass unser Auftraggeber auch oder jemand Drittes natürlich diese Erkenntnisse objektiv zur Verfügung gestellt bekommt. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge lernen. Für mich geht das auch noch auf eine Probefahrt mit Peter Bazille und seiner wunderschönen Aurelia. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal.